Ja, ein herzliches Willkommen bei Let's Play Soul Reaver Legacy of Kain Part 2. Ein neuer Tag und neues Glück. Hier ist der Martin und wir befinden uns im Anfangsraum des Spieles und hören mal, was unser mysteriöser Gönner, die Stimme aus dem Dunkeln, uns zu sagen hat. Schon vor Jahrhunderten zog sich dein Bruder Duma mit seinem Clan in die nördliche Wildnis Nosgoths zurück. Suche mit der Gabe von Rahabs Seele seine Bergfestung auf. Doch gib gut Acht. Diese erstarrte Öde birgt immer noch dunkle Geheimnisse, die zu ergründen sind. Ja, also Bruder Nummer 4, Duma, ist nun also unser nächster Gegner, nachdem wir Rahab das letzte Mal bezwungen haben und seine Gabe erhalten haben, nämlich die Fähigkeit zu schwimmen. Endlich ist Wasser kein Hindernis mehr für uns und wir legen Stück für Stück unsere vampirischen Schwächen ab, die uns bisher immer noch behindert haben. Ja, wir müssten zum Vortex, also hierhin, tun wir aber nicht. Stattdessen reisen wir noch einmal in die versunkene Abtei zurück, also in das Reich von Rahab. Denn dort warten noch zwei Dinge auf uns. Zwei feurige Dinge, der Feuerglyph und noch eine weitere Überraschung, die ich jetzt noch an dieser Stelle nicht verrate. Ja, woher weiß ich das? Wie angedroht, ich habe ein bisschen gecheatet und einen Blick in die Komplettlösung riskiert. Ganz einfach, weil ich mich bei den Glyphen nun beim besten Willen nicht erinnern kann, wo die sind, beziehungsweise, was heißt erinnern? Ich glaube, ich habe die damals auch nie gefunden. Und mich auch ehrlich gesagt nicht so drum gekümmert, weil ich die Dinge eh nie benutze und mir das jetzt nicht so wichtig war, aber der Vollständigkeit halber, ja, hier komm ich her, möchte ich es euch nicht vorenthalten in diesem Let's Play. Und ihr habt quasi jetzt die Wahl, ob ich hier stundenlang durch Nosgoth irre, in der Hoffnung, dass ich sie zufällig finde, oder ob ich eben dann doch mal kurz in die Lösung schaue und das Ganze ein wenig für euch beschleunige. Ich habe mich für Letzteres entschieden. So, ich wundere euch nicht, dass ich hier mal ein bisschen mit dem Schwert rumschlage. Ich hatte nämlich schon mal angefangen, diesen Part hier aufzunehmen und dann ist mir der Sound abgekackt. Das ist mir schon mal passiert. Ich weiß nicht genau, wo da das Problem liegt, aber ab und zu gehen die Soundfiles nicht so richtig. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder passiert. Aber wir versuchen jetzt mal unser Bestes. Also ich habe mir jetzt nicht im Detail die ganze Lösung durchgelesen, wie ich an die Glyphen herankomme, sondern in erster Linie mal, wo der Eingang zu den Glyphen ist, dass ich hier nicht ewig rumsuchen muss. Wenn wir dann an Ort und Stelle sind, ja, dann müssen wir halt mal gucken, wie wir da an das Teil rankommen. Also im Grunde so, wie wir das auch bei dem, wie ich das auch bei dem Steinglyph gemacht habe. Der Eingang zum Feuerglyph ist jedenfalls an einem Ort, den ich mir eigentlich auch selbst hätte denken können. Nämlich hinter dieser Glasscheibe, die ich ja die ganze Zeit versucht habe kaputt zu kriegen. Vorhin schon, wie ich zu Rahab wollte, dachte ich ja immer, ich muss hier entlang. Und habe herumgekackt wie blöd, um diese scheiß Scheibe kaputt zu kriegen. Ja, und genau da müssen wir jetzt auch hin. Also, ein ursprünglicher Gedanke war gar nicht so verkehrt. Ich hätte ihn nur mal konsequent bis zum Ende durchdenken sollen. Weiterdenken sollen. Ein Gitter. Das ist also Spektralwelt. Ich will mich aber mal umgucken, was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Hä? Sind das Nester? Eier? Oder sowas? Ja. Wo bin ich denn hier? Gibt es da jetzt außer dem Gitter noch einen anderen Weg? Also hier komme ich her. Hier ist das Gitter. Anscheinend gibt es sonst keinen Weg, hä? Ah, doch. Moment, hier. Ist noch ein Gitter. Ach, eine Treppe, die runtergeht. Naja gut, schauen wir uns zuerst mal hier um, wenn wir jetzt eh schon da sind. Bäh. Mhm.
noch eine Scheibe zum Kaputtschießen und ich habe keinen Reaver mehr. Es ist schlecht. Da geht's wieder hoch. Ich will jetzt erstmal schauen, was hinter dem Gitter ist. So, ich hoffe, dass es hier irgendwo ein Portal gibt. Ja, ja, kommt mal her. Von mir kriegt doch jeder was aufs Maul. So, in der Spektralwelt können wir leider nicht schießen. Ich brauche also erstmal ein Portal. Scheiße. Nur wo ist da eins? Na cool, was ist denn das hier? Sun is shining? Oh, da ist ja auch ein Weg. Cool. Ja, scheiße, wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Nein, ich gehe jetzt da runter. Ich will jetzt... Ja, Robin, ich brauche noch ein Portal. Da ist auch eins. Oh, oh, oh. Oh, fuck, platzen die jetzt auf? Kommen da Viecher raus? Ach du Scheiße. Tausend Wege, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Uah, ey, verpiss dich, verpiss dich. Scheiße. Scheiße, wo bin ich denn hier? Ah, fuck. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Ich sehe halt auch nichts, diese Scheißkamera. Ich kann's nicht oft genug sagen, wie mir dieses Ding auf die Nerven geht, ey. Das. Uah. So, hier runter wollte ich eigentlich. Ja, genau, dieses Ding da kaputt schießen. Habt ihr das auch gesehen? Da war ein Soul Reaver drauf, abgebildet. Es könnte vielleicht sogar zu dem Ort führen, den ich so als kleine Überraschung in der Komplettlösung gelesen habe. Oh ja, ich glaube, das ist er auch. Also das wusste ich auch gar nicht, dass es das hier gibt in diesem Spiel. Habe ich damals auch nie gefunden, aber... Diese Elementschmiede ist auf die Energie des Soulreaver abgestimmt. Wurde die Klinge einmal in dieser Urflamme getauft, kann sie jederzeit mit Feuer geschmiedet werden. Ja, da habt ihr das Bild der Soulreaver, wie er in die Flammen getaucht wird. Also das ist die Überraschung, die ich meinte. Wusste ich ehrlich nicht, dass es in Soulreaver 1 Elementschmieden gibt. Oder zumindest diese eine. Jetzt ist hier natürlich wieder weg die Flamme, ist aber egal. Das wollte ich euch nur gezeigt haben. Wir können jetzt in jedem Feuerbecken quasi, wo wir den Soulreaver hineinhalten, ja, die Klingen, unseren normalen Soulreaver in einen Feuer-Soulreaver verwandeln. Also quasi ein Flammenschwert daraus machen. Das kannte ich jetzt eigentlich nur von den folgenden Teilen. Oh scheiße, jetzt kommen die hier alle raus, diese Viecher. Also in Soul River 2 ist das mit diesen Elementschmieden eine ganz wichtige Geschichte. Jetzt gab es doch hier irgendwo einen Weg, oder? Wo war denn das jetzt? Ich hab doch vorhin da irgendwo einen Weg gesehen. Aber dass es das jetzt hier auch schon gibt, das ist mir jetzt neu. Das ist ja ganz cool. Dass man das hier auch machen kann. Ein Flammenschwert sozusagen schmieden. Wird dann, wie gesagt, in den späteren Teilen... Wo führt eigentlich die andere Treppe hin? Das wollte ich mir eigentlich auch mal angucken. Wird in den späteren Teilen dann auf jeden Fall auch nochmal wichtig, dass wir sowas machen. Da müssen wir den Reaver immer wieder mal mit irgendwelchen Elementen schmieden. Ja, toll. Ah, Gott, dieses Schwimmen, das ist jetzt überhaupt nichts Angenehmes, weil die Kamera nie da steht, wo sie eigentlich stehen soll. So, hier wollte ich lang, genau. Hier geht's ja wieder hoch. Ich wollte mal wissen, wo wir hier rauskommen. Okay. Das ist derselbe Weg jetzt hier, hm? Ja. Moment, da gab's doch jetzt gerade irgendwo einen Tunnel nach oben. Habe ich mir das jetzt eingebildet. Ist aber alles zu, da ist doch so strahlendes Licht herausgekommen. Mal auf die andere Seite. Ich habe das Gefühl, das Gitter ist verbindet irgendwie nur die zwei Seiten miteinander. Kann das sein? Ja, genau. Und hier ist dieser Weg. Also das Gitter, durch das Gitter durchzutauchen, bringt mir gar nichts. Weil das ein... Oh.
Oh, scheiße, ich dachte schon, das Spiel hängt sich jetzt auf. Fuck. Also, das ist ein Rundlauf hier gewesen. Hier geht's jetzt weiter. Mann, das ist verwirrend, Leute, sag ich euch. Ah, wir haben jetzt jedenfalls den Feuerreaver und jetzt holen wir uns auch noch den Feuerglyphen. Und ich glaube, ich habe es mir jetzt zwar nicht so genau durchgeschaut, wie man den Feuerglyphen holt, aber ich glaube... Oh, macht gut, sehr gut. Ich glaube, dass es durchaus von Vorteil ist, wenn man dafür den Feuerreaver schon hat, weil wir da, glaube ich, irgendwas anzünden müssen. Und ich keine Ahnung habe, ob das ohne Feuerschwert überhaupt geht. Höchstens mit einer Fackel vielleicht, aber wie gesagt, lassen wir es, finden wir es selbst heraus. Ich habe das Ganze nur überflogen, um mir nicht ganz den Spaß hier am Entdecken kaputt zu machen. Okay, bringt mir das hier irgendwas? Und versuche jetzt eben irgendwo hier die empfindliche Balance zwischen find selber raus und langweil deine Zuschauer nicht, indem du stundenlang irgendwas suchst. Ja, herauszufinden. So. Okay. Okay, da ist jetzt ein Vampir von Duma in Rahabs Territorium. Das ist auch interessant. Oder bin ich jetzt schon bei Duma irgendwo gelandet? Wobei, dessen Kinder sind ja irgendwie überall. Bin ich denn hier? Hey geil, das ist der... Hey geil, das ist der Raum von Raziel, also von unserem eigenen Territorium, ganz am Anfang. Das ist das zweite Warp-Portal, was wir gefunden haben. Und das ist... Ja, ich glaube, jetzt weiß ich auch, was das ist, wo wir hergekommen sind. Genau hier, wenn wir lang gehen, kommen wir dann weiter zu dem... Ja, zu diesem Turm halt. Ja, oder diesen Burgtor, was wir hatten. Und das ist dieses Wasser, wo wir den Vampir mal reinschmeißen konnten am Anfang. Ach, und das ist der Weg direkt in die versunkene Abtei. Das ist geil. Jetzt haben wir quasi wieder eine Abkürzung gefunden, sozusagen, wo sich zwei Wege miteinander verbinden. Ach, sowas finde ich ja schon immer cool in Spielen, wenn es sowas gibt. Ah ja, und hier ist noch ein Weg, der weiterführt. Das ist cool. Also jetzt haben wir quasi eine Abkürzung zu dem Warp-Portal von unserem eigenen Reich. Das brauchen wir jetzt dann wahrscheinlich auch, wenn wir den Feuerglyphen haben. Damit wir uns hier wieder wegteleportieren können. Ich habe nämlich keinen Bock, den ganzen Weg durch die Abtei wieder zurückzulatschen. Um zu Rahabs Portal zu gehen. Zumal da ja die Tür irgendwie zugeht. Das haben wir ja beim letzten Mal gesehen, wo ich dann abgebrochen habe, dass es da nicht weiterging. Ja, und das ist eine stilisierte Flamme, würde ich sagen. Und eine Flamme steht für Feuer... Und damit für den Feuerglyph. Und ich glaube, damit sind wir dann auch richtig hier. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und schauen wir mal, was wir hier tun müssen. Wie gesagt, ich glaube, irgendwas anzünden. Das würde zumindest Sinn machen bei Feuer. Noch mehr Dumas. Also ihr seid auch echt überall. Ihr seid so die Fußgänger unter den Vampiren oder was. Hängt irgendwie überall rum. Ja, und da liegt noch eine tote Leiche, wie man so schön sagt. Nee, etwas angefressener. Wie es der hier reingeschafft hat, frage ich mich allerdings auch. Ja, haha, sehr lustig, okay. Und diesmal überlege ich nicht 5 Minuten, wie das hier weitergeht, wie bei Zephon. So. Ich habe den Trick schon kapiert, ja. Ach, wie schön, dass in der Spektralwelt keine Zeit vergeht. Ja, schon ist es wieder zugegangen, das Ding. Oh, was ist denn das? Stacheln zum Aufspießen von Vampiren, ha? Oh, cool.
Boah, das sieht ja fett aus, das Ding. Ah, da gibt's bestimmt den Glühen. Da ist eine Schale und da muss bestimmt Feuer rein. Muss bestimmt. Ja, das sind das da außen vielleicht auch Feuerschalen. Ach so. Kann auch sein, dass wir die anzünden müssen. Und wenn die brennen, dann brennt vielleicht die große Schale da bei dem Viech. So, muss ich mich hier durch teleportieren? Oh. Moment. So, geht das jetzt auch gleich wieder zu? Ah, nee, das scheint offen zu bleiben. Okay. Dementsprechend muss ich jetzt wahrscheinlich von irgendwo Feuer holen. Also, die Tür hatten wir gerade. Zum Wasser kommen wir. Naja, dann nehmen wir halt mal den Weg. Jetzt bräuchte ich quasi irgendwo... Scheiße, ich hätte mir ja theoretisch jetzt bei Raziel, ist ja so ein Lagerfeuer gewesen, da hätte ich jetzt den Soul Reaver wahrscheinlich reintauchen können. Dann hätte ich schon Feuer gehabt und hätte das wahrscheinlich anzünden können. Oh nein, nicht schon wieder hängen. Oh nein. Boah, boah. Ey, warum leckt denn das Spiel heute so? Was ist das für eine Scheiße? Oh Mann, ey, häng dich bloß nicht auf, ich sag's dir. Ach cool. Da ist ja schon Feuer. Na, dann nehmen wir doch das. Juhu. Oh. Okay, scheiße. Fuck. Sieht mir nach Spektralwelt aus hier. Ah, okay. Sehr gut. Ja, mir fällt ein, das Feuer von dem Clan-Gebiet von Rassel hätte mir ja gar nichts gebracht, weil ich ja... Ah ja. Sehr gut. Weil ich ja da durchs Wasser nochmal muss und... Oh, scheiße. Ach, fuck it. Und sobald ich ins Wasser springe, ist die Flamme ja wieder erlöscht. So, das Ganze nochmal und diesmal vielleicht mit etwas mehr Feingefühl. Ach Gott, ey. Ich hab heute wieder die Gicht in den Fingern, ey. Das ist... Also gut. Alle guten Dinge sind drei. Geht doch. So. Jetzt müsste ich ihn doch eigentlich anzünden können, den Soul Reaver. Jawohl. Ha! Geil. Also dann braucht man das Flammenschwert tatsächlich, weil ich habe jetzt zumindest nirgendwo eine Fackel gesehen oder irgendwas anderes, mit dem ich das Ding hätte anzünden können. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwo eine. Aber mir wäre jetzt keine aufgefallen. Gut, es standen überall diese Holzstäbe rum. Kann natürlich gut sein, dass man die vielleicht auch anzünden kann. Ich weiß nicht, ob man den Feuerglüh überhaupt nehmen kann, wenn man kein Feuerschwert hat. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ist mir jetzt auch egal. Ich zünde jetzt hier diese Schalen an, wenn das geht. Hallo? Die anzünden? Schießen vielleicht? Aber ich muss doch gleich die große Schale anzünden. Das kann natürlich auch sein. Ah ja, okay. Ja, so geht's auch. Okay.